Herzlich willkommen. Es gibt ja Momente im Leben, die einen bewegen, wo man einfach begeistert ist. Solch ein Moment war heute. Ich habe heute eine Kundenrezension bekommen von einem Michael. Dafür einmal vielen, vielen Dank. Diese Kundenrezension hat mich, ja, sie hat mich bewegt. Ich hatte leicht Tränen in den Augen. Ich hatte Gänsehaut und das liegt einfach daran, dass er genau das zum Ausdruck gebracht hat, warum wir das Ganze hier tun. Und ich hätte das mit meinen Worten bei weitem nicht so wiedergeben können, wie du, lieber Michael, das gemacht hast. Ich werde das natürlich auch einmal hier auf dieser Seite, also wenn du auf YouTube bist, einfach unten klicken, kommst du auf die Seite. Ich werde es hier auf dieser Seite auch mit in gedruckter Form veröffentlichen. Also man kann es auch selber lesen oder wenn du Lust hast, dann hörst du mir einfach zu. Liebe Familie Schwede, nachdem ich im August diesen Jahres unsere Tochter auf die Welt kam, standen wir auf einmal vor einer großen Herausforderung. Unsere Tochter hatte mit Koliken zu kämpfen. Das bedeutete, sie schrie fast permanent, fand nicht in den Schlaf und wenn sie mal einschlief, hatte sie sofort wieder Krämpfe und wachte vor den Schmerzen auf. Unsere Tage sahen dann meist so aus, dass wir die Kleine permanent rumtragen mussten und wir keine Zeit fanden zum Duschen, Essen zu kochen, zu putzen, ja beinahe nicht einmal, um auf die Toilette zu gehen. Wenn wir die Kleine dann nach circa einer Stunde auf dem Arm wiegen endlich zum Schlafen bekommen hatten, bekam sie wieder einen Krampf, hatte Schmerzen, war wach und das Ganze ging von vorne los. In dieser Zeit waren wir wirklich mit den Nerven am Ende. Übermüdet, erschöpft, die Nerven lagen flach. In Absprache mit unserer Hebamme und auch unserem Kinderarzt versuchten wir verschiedene Dinge wie Carum-Zabi, Zäpfchen gegen Blähung, Lefax, Pumpliquid, Biegia-Tropfen und vieles mehr. Es half alles nicht. Natürlich waren wir auch mehrfach beim Kinderarzt. Eine wirkliche Erkrankung konnten wir somit ausschließen. Also suchten wir noch eine Osteopathin auf, da wir hofften, sie könne uns helfen, dass die Kleine endlich Ruhe und Schlaf findet. Leider ohne Erfolg. Auch das Pupen half nicht. Auch der Heilpraktiker konnte uns nicht helfen. Wir fragten Eltern, Freunde, Bekannte. Alle waren mit ihrem Latein am Ende. Bei Recherche im Internet sind wir dann auf das Thema Federwiege gestoßen. Alle Anbieter haben jedoch nur manuelle Federwiegen im Angebot. Das heißt, die Kleine findet dann womöglich Schlaf, aber nur solange man daneben sitzt und das Teil bewegt. Somit wäre auch dabei nichts gewonnen, wenn es darum geht, wieder das Minimum an Lebensqualität zurückzugewinnen. Duschen, baden, mal schlafen. Nachdem wir dann auf eure Seite gestoßen sind und auch viele positive Rezensionen gelesen haben, entschieden wir uns, eure elektronische Federwiege auszuprobieren. Wir waren schon regelrecht aufgeregt, die Wiege auszuprobieren. Nach einem sehr freundlichen Telefonat mit Mike klärten wir auch noch andere mögliche Ursachen ab, in Klammern Fehlstellungen etc. Allein die Tatsache, dass ich nach solchen Dingen gefragt wurde, zeigte mir deutlich, dass Familie Schwede dies nicht tut, um Geld zu verdienen, sondern um Eltern, die in dieser Notlage sind, wirklich zu helfen. Anders gesagt, es handelte sich hier keineswegs um ein Verkaufsgespräch, bei dem einem etwas aufgeschwatzt werden soll. Nachdem die Federwiege dann bereits einen Tag später bei uns war, nahmen wir sie sofort in Betrieb. Handhabung kinderleicht, Bedienungsanleitung leicht verständlich und durch eine Türklammer sehr leicht zu befestigen und auch überall mit hinzunehmen. Wir legten die Kleine also hinein und konnten es kaum glauben. Sie schlief über 3 Stunden durch. Als sie aufwachte, war sie deutlich ausgeglichener und entspannter. Wir hätten regelrecht vor Freude weinen können. Wir nutzten diese Federwiege nun quasi tagsüber und nachts schlief die Kleine in ihrem Bett. Auch die Sorgen, die wir anfangs hatten, dass die Kleine durch gebrauchte Federwiege dann womöglich gar nicht mehr im Bett schläft, waren völlig unbegründet. Wir hatten damit keinerlei Probleme. Nun sehen die Tage bei uns so aus, dass sie ca. 3-mal am Tag kleinere Schläfchen in der Federwiege macht und wir für alle wichtigen Dinge wieder Zeit haben. Mittags auch mal den verlorenen Schlaf aus der Nacht nachzuholen. Ordentlich kochen und essen, statt ständig nur Tiefkühlfraß. Das Haus ordentlich halten, Wäsche waschen und was eben alles so dazugehört. Auch unsere Beziehung profitiert enorm dadurch. Wir haben wieder Zeit, über andere Dinge zu sprechen, als nur über die Nöte der Kleinen und sind deutlich ausgeglichener und entspannter. Die große Erleichterung der Federwiege war für uns, dass sie wirklich schläft und auch wenn sie mal aufwacht, schläft sie von alleine wieder ein. Großes Plus. Des Weiteren können wir sie quasi hellwach in die Wiege legen und müssen sie nicht mehr stundenlang durch die Wohnung tragen. Das hat ihr wirklich Zeit und auch Nerven gekostet, da sie dabei ja permanent geschrien hat. Wir erleben unsere Tochter nun völlig anders. Sie ist ausgeglichen, sie lacht viel. Es ist einfach nur großartig.
Deshalb haben wir uns auch dazu entschieden, die Federriegel vollständig abzukaufen, da wir dies bei unserem zweiten Kind wieder nutzen wollen. Völlig unabhängig davon, ob auch er bzw. sie Koliken haben wird oder nicht. Es hat unsere Kleinen einfach enorm dabei geholfen, ausreichend Schlaf zu finden, entspannt und ausgeglichen zu sein. Wir möchten uns daher noch einmal auf diesem Wege ganz herzlich bei Familie Schwede bedanken und können die Wiege nur jedem empfehlen. Sie tut genau das, was sie soll und ist aus guter Qualität. Vielen, vielen Dank. Wir haben ein Leben wieder. Und genau das ist, ich habe schon wieder Gänsehaut, und genau das ist unsere Intention. Wir sind selber Eltern eines Schreikindes gewesen und haben es auch nach 16 Jahren nicht vergessen, wie es ist. Und wenn auch ihr in den Genuss von Lebensqualität, von Ruhe und von Zeit wieder kommen möchtet und eurem Kind eine Möglichkeit geben möchtet, wieder einen erholsamen Schlaf zu finden, dann tragt hier auf dieser Seite eure Daten ein und wir setzen uns mit euch in Verbindung oder nutzt diesen kostenlosen Rückruf-Button, den ihr auf dieser Seite hier findet. Ihr könnt auch hier links auf den Banner klicken, dann geht auch das Rückruffenster auf und meine Frau oder meine große Tochter, die selber ein Schreikind war, wird sie mit euch in Verbindung setzen. Ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag, einen schönen Abend, einen schönen Morgen, wann immer auch diesen Film gesehen hat. Liebe Grüße aus Schleswig-Holstein, euer Mike. Bis demnächst. Tschüss.